In diesem Video schauen wir uns an, warum Taktiken, die noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren funktioniert haben, heute definitiv nicht nur nicht mehr funktionieren, sondern sogar noch richtig gefährlich sein können. Wir befinden uns gerade inmitten der stärksten Veränderung des Arbeitsmarktes seit Beginn der Industrialisierung. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sehr viele Leute scheinbar hier an der Seite die Scheuklappen drauf haben. Und es geht gar nicht so sehr darum, was aktuell passiert, sondern wie wir darauf reagieren sollen. Zuerst schauen wir uns aber mal an, was ist eigentlich aktuell los? Durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung, durch immer bessere Programme verlieren sehr viele Menschen in einem sehr hohen Tempo ihre Jobs. Und man muss dazu sagen, wenn du dir mal von Boston Dynamics Videos anschaust, also Boston Dynamics, das ist ein Unternehmen, was Roboter baut. Und das ist in meinen Augen schon arbeitsplatzmäßig beängstigend. Denn in dem Moment, wo du Roboter siehst, die schon Kisten tragen, stapeln und Regale einräumen können, fallen schon mal eine ganze Menge Jobs weg. Weiterhin fallen aber auch Jobs durch bessere Abläufe weg. Und es fallen Jobs durch künstliche Intelligenzen, die digitale Aufgaben noch rudimentär, aber in baldiger Zukunft auch besser übernehmen können. Was heißt das? Ich will hier kein Video über Schwarzmalerei machen. Ich sage aber an der Stelle, man sollte kritisch hinterfragen, wie stark ist eigentlich der eigene Job automatisierbar? Ich werde auch hier unten in der Beschreibung meiner Webseite verlinken, da kannst du deine Branche eingeben und bekommst eine Schätzung, in wie vielen Jahren circa es technisch möglich sein wird oder zu wie viel Prozent dein Job auch schon heute automatisierbar und durch eine Maschine ersetzbar ist. Mache ich das, weil ich schlechte Laune verbreiten will? Nein, aber ich will da ein Bewusstsein herstellen. Ein Bewusstsein, dass die eigene Tätigkeit und der eigene Job nicht für die nächsten 30, 40 Jahre safe ist, sondern dass man überlegen sollte, okay, was kann ich tun, um mir hier nebenher was Gutes aufzubauen? Ich erwähne in vielen meiner Videos, dass es wichtig ist, auch nebenher ein kleines Einkommen aufzubauen. Wie gesagt, ich verspreche nicht sowas wie in 2 Wochen zu 5.000 pro Monat, sondern ich sage, bau dir nebenher über Wege, über verschiedene Informationen Möglichkeiten auf, dich unabhängiger und dich auch ein bisschen freier zu machen. Denn ich habe letztens erst ein Gespräch mit einer jungen Dame gehabt und die hat gesagt, weil die Regierung das mit dem Kindergeld und mit dem Elterngeld so beknackt geregelt hat, muss ich jetzt noch Teilzeit arbeiten, während mein Kind irgendwo in der Kita ist und ich nicht beim Aufziehen mit dabei sein kann. Stopp. Ist jetzt die Regierung schuld daran oder ist vielleicht derjenige schuld daran, der sich darauf verlässt, dass jemand anders für mich die ganze Geschichte regelt? Ich habe es oft in Gesprächen erlebt, dass Leute hoffen, dass Gesetze der Regierung, dass Änderungen oder dass auch irgendwelche anderen Außenquellen etwas im eigenen Leben verbessern. Du kannst natürlich darauf bauen, dass du von außen Hilfen bekommst. Das ist eine super Sache, aber nicht, wenn es das Hauptkonzept ist. Heißt also an der Stelle, kann ich nur an die Eigenverantwortung appellieren. Ich sage nicht, dass unser Staat nichts trägt. Ich finde sogar im deutschsprachigen Raum gibt es fabelhafte Arbeit seitens der staatlichen Organe. Aber ich sage, man sollte sich niemals auf Außenstehende in dieser Hinsicht verlassen. Dementsprechend solltest du dir immer wieder die Frage stellen, wenn ich von außen gar keine Hilfe bekomme, wenn es von staatlicher Seite keinerlei Hilfen gibt, in dem Moment muss ich überlegen, wie kann ich mir selber Hilfen aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht aber definitiv in 1-2 Jahren. Und wenn du über 1-2 Jahre hinweg parallel zu deinem Job, zu deinem aktuellen Unternehmen noch ein zweites Mini-Standbein dazu baust, in dem Moment wirst du immer unabhängiger. Denn bei dieser jungen Frau, mit der ich mich unterhalten habe, ging es um 240 Euro. Über 2 Jahre hinweg kann man sich 240 Euro Nebeneinkommen ohne Stress aus verschiedenen Quellen aufbauen. Und da rede ich nicht davon, dass man dauerhaft dafür was tun muss, sondern ich rede davon, es ist definitiv mit ausreichender Vorbereitung und einer gewissen Disziplin an einer Sache dran zu bleiben möglich. So war es aber das Ding. Beim Staat wäre dieses Geld nötig gewesen oder vom Staat wäre das Geld nötig gewesen, um den Wunschlebensziel zu realisieren. Und hier hat sich dieser Fehler abgezeichnet. Deswegen hoffe nicht darauf, dass der Staat deine Probleme löst, sondern schau, wie du dir selber perspektivisch eine Unabhängigkeit davon schaffen kannst. Wenn du unabhängig bist und Hilfen von außen bekommst, kann auch von deinem Unternehmen oder aus anderen Quellen sein. Super. Aber in dem Moment, wo du das brauchst, begibst du dich in ein Abhängigkeitsverhältnis, was du, glaube ich, einfach nicht wollen kannst. Denn die Entscheidung, wie du dein Leben lebst und die Entscheidung, wie frei du bist, die liegt an jedem Tag zu 100% bei dir.